Okay, heute schauen wir uns zusammen an, wie ihr so ein Space Egg designen könnt, mit ganz simplen Boolean-Techniken, wie ihr so eine Anformung machen könnt, ebenfalls mit ganz simplen Boolean-Techniken. Wichtig hierbei wieder, das Ganze ist kein mega präzises, mega sauberes Modellieren, sondern es ist eher für ein schnelles Preview. Das bedeutet, wenn wir uns das quasi im Detail anschauen, dann sind diese Flächenübergänge hier nicht ganz perfekt, die sind ein bisschen wabbelig. Aber für ein schnelles Preview ist es wirklich eine sehr, sehr schnelle Modelliertechnik. Und das Ganze ist wieder im High Poly, bedeutet, es ist eher so ein Destructive Modellieren, wo man nicht mehr so gut auf die History zugreifen kann. Probier das Ganze einfach mal aus. Viel Spaß dabei. Okay, wir fangen genau gleich an wie im letzten Tutorial. Ich verlinke euch das nochmal kurz unten. Das heißt, wir boolen uns hier einmal diesen Cut raus. So, ich habe jetzt hier schon mal einen Zylinder vorbereitet. Der Zylinder ist nachher der Anfang unseres Radiuses. Also ab hier geht quasi später der Flächenübergang los. Und diesen Flächenübergang wollen wir dann quasi auf einen kleineren Zylinder überwälzen. Das heißt, was wir jetzt einmal machen ist, wir nehmen unser Objekt und wir teilen das auf über Separate, über Extract. Jetzt haben wir hier unsere zwei einzelnen Körper, das heißt, die Boolean-Operation muss gleich ein bisschen weniger rechnen. Dann nehmen wir unseren Zylinder und schieben den jetzt mal so hin, dass er nur auf einer Seite durchdringt. Gehen hier auf. Und jetzt machen wir genau gleich weiter wie vorher. Das heißt, wir nehmen wieder den Körper, wir nehmen eine Kante, Select, Continuous Edge, dass wir hier die saubere Kante haben. Gehen wir da auf Detach, können wir einmal so machen oder wieder über Edit Mesh Detach. Und jetzt können wir hier die inneren Faces quasi ablösen. Und nehmen jetzt wieder diese Kante und gehen wieder auf Extrude. Quasi genau die gleiche Theorie wie auch bei unserem Radius, nur dass wir das Ganze jetzt weiter reinziehen. Und hier kommt jetzt irgendwann ein ungünstiger Punkt, und zwar wenn ich hier sehr, sehr weit nach innen ziehe, dann sieht man es, irgendwann überschneiden sich diese Edges, weil die Flächennormale in Anführungszeichen nicht gut genug ist. Das bedeutet, wir müssen hier einen Punkt finden, wo das Ganze noch relativ gut funktioniert. Das wäre jetzt mal ungefähr hier. Und dann können wir genau dasselbe machen wie vorher auch, dass wir hier die Faces anwählen und nochmal auf Merge gehen und uns die gesamte Geschichte ein bisschen vereinfachen. Und hier müssen wir jetzt natürlich wieder schauen, dass wir einen Punkt finden, der halbwegs verträglich für unsere Flächentopologie ist. So sieht es gar nicht so schlecht aus. Da muss ich wirklich ein bisschen dran rumspielen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier mit fort. Jetzt schnappe ich mir hier die Edges, kann die nach außen ziehen. Und das Schöne ist, wenn ich die jetzt quasi hier skaliere, in meinem Fall auf der X-Achse, dann habe ich vorne immer noch den perfekten Kreis, weil ich eben einen Kreis rausgetrimmt habe. Was jetzt natürlich ein bisschen blöd ist, ich habe hier sehr viele von diesen Dreiecken. Wie gesagt, diese Modeling-Technik ist nicht richtig sauber, sondern es ist eher für eine schnelle Preview da. Deswegen achten wir da jetzt erstmal gar nicht zu sehr drauf, sondern wir schnappen uns hier nochmal die Ecke, gehen auf Select, Continuous Edge und bauen uns jetzt hier nochmal ein Bevel ein. Und diesen Bevel können wir jetzt leider nicht wirklich groß machen, liegt eben an diesen Dreiecken. Wenn wir hier allerdings jetzt in der Einstellung auf Edge gehen, dann können wir das Ganze wesentlich größer machen und können jetzt hier auch wieder einen Flächenverlauf suchen, der für uns ja, vertretbar aussieht. Ihr seht, das ist nicht perfekt, aber in dieser Preview ist es erstmal ausreichend. Diese Artefakte hier kriegen wir jetzt auch wieder dadurch weg, dass wir das Objekt anwählen. Mesh Display, Soft Edges und dann sieht es auch okay aus. Es ist wie gesagt nicht so, dass es irgendwie ein Class A Model ist oder so, aber für ein schnelles Modell passt das auf jeden Fall allemal. Was natürlich ein Nachteil ist, diese Fehler, die ich vorher erzeugt habe,
wo quasi Ecken sehr nah aneinander liegen und dann wieder weiter auseinander sind. Die verfolgen mich natürlich jetzt, wenn ich hier noch super irgendwie detailliert weiter modellieren will. Daher muss man im Hinterkopf haben, diese Technik ist wirklich nur was für kleine, schnelle Details, wo ich eben ein Preview ausprobieren will, wo ich eventuell später dann nochmal drüber modelliere. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das bringt euch natürlich wieder ein Stück weiter. Wenn euch das geholfen hat oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder gerne andere Themen noch sehen wollen würdet, dann lasst gerne einen Kommentar da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.